Auch noch ein Hallo von mir. Vielen Dank für die Einladung hier zur C++ User Group. Es sind ja auch ein paar Leute gekommen. Und heute rede ich über Alpaca und mit so ein bisschen einem schmeißerischen Titel: Das letzte Programmiermodell, was man jemals braucht für Beschleunigerprogrammierung. Und am Anfang werde ich ein bisschen motivieren, was ist überhaupt die Idee gewesen, Alpaca zu entwickeln. Und dann werde ich in die internen von Alpaca eintauchen, wie ist es aufgebaut und am Ende ein paar Benchmarks belegen, dass es auch funktioniert. Und einen ganz kurzen Punkt noch. Alpaca wurde vor allem hier von Benjamin Wuppitz entwickelt als Resultat einer Diplomarbeit am HCDR und auch René Widerer und Axel Hübel. René sitzt auch hier, also wird dann auch Fragen beantworten können, falls irgendwie noch was unklar ist. Genau. Fangen wir mal an. Wenn man sich jetzt die Liste der Supercomputer anguckt und dann mal ganz vorne reinschaut, dann sieht man, dass diese Supercomputer eigentlich alle mit anderen Architekturen gebaut wurden. Und besonders jetzt seit der ISC dieses Jahr gibt es wieder eine neue Architektur der Chinesen, den Taiyuan Lite, und das ist so eine Architektur mit so einem kryptischen Namen. Der zweite Platz hat hier Intel Xeon Phi, das ist auch ein chinesisches System. In Oak Ridge steht ein System mit Nvidia Tesla-Karten. Und dann geht es weiter mit IBM Power PC, Spark 64 und dann noch traditionell Intel x86. Das heißt, selbst in diesen Supercomputern, in den sieben ersten Positionen, haben wir fast komplett immer unterschiedliche Architekturen. Und wenn man sich überlegt, wie diese Architekturen programmiert werden müssen, dann haben wir auch noch unterschiedliche Programmiermodelle, die dafür geeignet sind. Die Chinesen haben gesagt, ihre Maschine lässt sich am besten mit OpenACC programmieren. Intel Xeon Phis kann man mit Thread Building Blocks, OpenMP, Nvidia Tesla Karten lassen sich am besten mit CUDA programmieren, um wirklich Leistung rauszukriegen. Dann OpenMP, Thread Building Blocks, ist klar. Also es gibt eine ganze Menge unterschiedliche Programmiermodelle, um auf diese Architekturen zu gehen, um jetzt wirklich Performance aus dem System rauszubekommen. Und jetzt sitzt man da als Programmierer von diesem HPC-System und will jetzt auf ein bestimmtes System gehen und denkt sich, okay, wie programmiere ich jetzt meine Anwendung? Benutze ich jetzt CUDA, um auf das System zu gehen? Benutze ich OpenMP, um jetzt auf ein CPU-System zu gehen? Oder benutze ich Thread Building Blocks, OpenACC, C++ Threads, was auch immer? Und jetzt werden vielleicht einige sagen, okay, es gibt auch OpenCL, aber OpenCL hat auch viele Krücken, OpenCL wird nicht mehr richtig weiterentwickelt. OpenCL, wir sind immer abhängig von den Herstellern, liefern die uns einen Treiber, setzen die neue Spezifikation um. Also man hat wenig Möglichkeiten, das selber irgendwie mitzubestimmen. Und das war eigentlich so ein Hauptgrund zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt Alpaca mit C++, mit C++ 11 Metaprogrammiertechniken, um einfach viele Sachen selber mitbestimmen zu können. Und mit C++ kann man eben sehr schön abstrakte Interfaces Hallo von mir. Schaffen, was dann vielen Dank für die Einladung hier zur C++ User Group. Es sind ja auch ein paar Leute gekommen. Verschiedene Bibliotheken anzusprechen. Und das kann man sehr schön machen mit C++ Templates und Metaprogrammierung. Und am Ende hofft man sich immer, und das ist auch möglich, dass eben dieses Interface, was dazwischen liegt, zwischen der Applikation und der Bibliothek, wegkompiliert wird. Und am Ende sitzt der Code, der dann ausgeführt wird, wirklich auf der Bibliothek drauf, auf dem Code, den man ausführt. Und genau das versucht eben Alpaca zu machen. Alpaca ist die Schnittstelle zu verschiedensten Programmiermodellen. Und ich habe jetzt hier mal ein paar aufgelistet, die jetzt schon implementiert wurden. Und das ist eben Nvidia CUDA, das sind C++ Threads, das ist OpenMP, das sind Boost Fibers, das sind Thread Building Blocks und momentan wird an der Implementierung für OpenACC gearbeitet. Und über Alpaca sitzt eben dein Programm, das du dann entweder auf einem Multicore ausführen willst oder auf einem HPC-System, wo dann ein Beschleuniger sitzt, und du hast wirklich immer den gleichen Code. Das heißt, man hat ein einziges Interface, was Zero Overhead hat, also wirklich kein Overhead, dadurch, dass wir Templates benutzen und das zur Compile-Zeit rauskompiliert wird.
Und das Programmiermodell von Alpaca ist ähnlich zu dem vom CUDA. Ich weiß nicht, wer hier schon mal CUDA benutzt hat. Also man hat so eine multidimensionale Menge von Threads. Und diese Threads werden bei CUDA eben parallel ausgeführt, beziehungsweise also im Lockstep. Und Alpaca modelliert das erstmal abstrakt. Dann die wirkliche Rechenarbeit in Alpaca wird in sogenannten Kerneln durchgeführt. Und diese Kernel sind eben wirklich C++-Kernel. Und man schreibt diese Kernel einmal und dann definiert man, welches Backend will ich jetzt benutzen, will ich jetzt C++-Threads benutzen, will ich CUDA benutzen und so weiter. Und dann wird das eben für dieses Backend kompiliert und dieses Datenmodell ist datenstrukturagnostisch, was bedeutet, es ist sehr einfach. Also man kann wirklich seine einfachen Pointer benutzen, man kann einen Speicher anlegen, kann das rüber kopieren auf den Beschleuniger, kann es dort dann benutzen und kann es wieder zurückkopieren. Das eignet sich halt hervorragend, um in bestehende Systeme eingebettet zu werden. Und das ist mal irgendwie visualisiert, dass die parallelen Level, dann wird es unterteilt, ähnlich wie in CUDA, in ein Grid-Level, ein Block-Level, ein Thread-Level und ein Element-Level. Und den Grid-Level muss man sich vorstellen, das ist sozusagen das Level, wo der Kernel ausgeführt wird. Also ich habe jetzt eine Funktion, das ist mein Kernel, meine parallele Funktion und das wird immer in einem Grid ausgeführt. Und ich kann jetzt aber auch mehrere Funktionen haben von diesem Kernel und ich kann die auf mehrere Grids spawnen und die werden entweder parallel ausgeführt oder sequenziell. So ein Grid besteht dann immer aus mehreren Blöcken und so ein Block ist eine Menge von Threads, die zusammenarbeiten. Ein Block besteht dann aus Threads. Die Threads können dann wieder parallel ausgeführt werden oder sequenziell und jeder Thread hat eine Menge von Elementen. Und diese Elemente können entweder wirklich sequenziell abgearbeitet werden, sozusagen mit einer Vorschleife oder ähnliches, oder man kann die benutzen, um automatisch zu vektorisieren. Das heißt, der Compiler erkennt, dass dort mehrere Elemente verarbeitet werden und lädt die dann in die Vektorregister und kann die dann mit einer Instruktion verarbeiten. Das ist besonders hilfreich, wenn man eben CPUs auf CPUs abbildet. Das heißt, da kann man die Vektorregister benutzen. Bei Grafikkarten, die eher wenig vektorisiert sind, würde man das dann einfach sequenziell hintereinander mehrere Elemente ausführen oder verarbeiten und dann vielleicht Caching-Effekte auszunutzen. Das Speichermodell ist wie folgt. Also man hat einen Host-Memory, das ist meistens der Rahmen des Host-Systems. Dann hat man einen Device-Memory, das ist dann der Speicher von deinem Beschleuniger. Der ist meistens relativ groß. Also wenn man jetzt von Grafikkarten spricht, das sind mehrere Gigabyte. Wenn man jetzt einen CPU-Beschleuniger hat, dann ist der globale Speicher und der Host-Speicher der gleiche. Der Shared-Memory, das ist ein Speicher, auf den alle Threads in den Block zugreifen können. Das ist sozusagen ein User-Defined Cache. Man kann da bestimmen, okay, das sind jetzt Daten, die werden oft angefasst. Da packe ich jetzt, kopiere ich die Daten explizit rein, benutze sie dann mehrmals und kopiere dann neue Daten drüber. Und jeder Thread hat Zugriff auf Registerspeicher. Der ist dann wirklich privat für den Thread und ist auch vielleicht vergleichbar mit den Registern oder einem L1-Cache. Genau, das war jetzt das abstrakte Modell von Alpaca. Es wird vielen bekannt vorkommen, die CUDA oder OpenCL kennen. Aber was man jetzt machen kann, ist, ich habe dieses abstrakte Modell und ich kann das jetzt abbilden auf verschiedene Programmiermodelle oder auf verschiedene Architekturen. Und ich habe jetzt bloß mal hier so ein paar Beispiele gegeben. Also man könnte bei einer CPU den globalen Speicher in den RAM packen. Den Shared Memory legt man in so ein Package von zwei Cores, in den L3-Cache. Und den Registerspeicher packt man in L1- und L2-Speicher. Und die Elemente werden hier in den AWX-Einheiten berechnet. Bei einer GPU, wo das ganze Programmiermodell auch herkommt, würde man halt den globalen Speicher in den globalen Memory von dem GPU packen. Der Shared Memory ist in dem Shared Memory von so einem Simultaneous Multiprocessor und die Register liegen in den Register von diesen GPU-Cores. Aber auch andere Beschleuniger, wie zum Beispiel die Intel Xeon Phi, die MIX, könnte man hier drauf abbilden, indem man den globalen Speicher in den RAM packt und den Shared Memory in diese Tiles, beziehungsweise könnte man es auch ganz anders machen.
den globalen Memory in den RAM und dann den Shared Memory in diesen On-Chip-RAM. Also man hat da viele Möglichkeiten, wie man jetzt diese Abbildung trifft. Das hängt auch ein bisschen immer davon ab, was dieses Programmiermodell hergibt, das man benutzt, um dann wirklich auf die Architektur zu gehen. Was das Coole daran ist, Alpaca hat für ein paar von diesen Programmiermodellen schon vordefinierte Beschleuniger. Also die kann man nutzen, aber man kann jetzt auch in Alpaca einfach eine Beschleuniger-Abbildung nehmen und die erweitern. Sagen, ich hätte es gern andere atomare Operationen. Ich würde jetzt anders synchronisieren. Ich würde die Speichertransfers anders machen. Und da ist Alpaca sehr erweiterbar und wie genau das gemacht wird, würde ich dann später kurz erläutern. Und hier ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn jetzt irgendeine Architektur ein bestimmtes Level nicht unterstützt, es kann zum Beispiel auf Block-Ebene nicht synchronisieren oder es kann eigentlich immer nur einen Thread ausführen, dann kann Alpaca das auch serialisieren zum Beispiel. Wenn du jetzt angenommen, du startest einen Kernel mit 100 Threads, dann ist es möglich, dass Alpaca das einfach für dich serialisiert und dann werden halt die 100 Threads hintereinander ausgeführt. Genau, da geht es dann auch schon jetzt von dem abstrakten Modell, sage ich mal, wie das im Allgemeinen funktioniert, mal in den Source Code. Und gucken wir uns hier mal so einen Alpaca-Kernel an. Und ein Alpaca-Kernel ist ein C++-Funktor. Das heißt, man hat hier eine Struktur, die hat einen Namen, man hat hier den Klammeroperator überschrieben und man bekommt als Template-Argument wirklich den Beschleuniger rein, den man jetzt in dem Moment benutzt. Und den Beschleuniger kann man, also das Template-Argument kann man auch benutzen, um jetzt im Kernel bestimmte Funktionen zu benutzen, bestimmte Spezialisierungen zu machen. Da gibt es dann auch noch ein Beschleuniger-Objekt und danach folgen die ganz normalen Elemente von diesem Vektoradditions-Kernel. Im Kernel kann man jetzt Alpaca-Funktionen benutzen. Das sind in Alpaca immer freie Funktionen. Und die freien Funktionen werden dann mit dem Beschleuniger immer gefüttert, weil das sozusagen immer in Abhängigkeit von dem Beschleunigerobjekt hier geschieht. Die Zeile hier ist ein bisschen chatty, würde man auf Englisch sagen. Er ist immer sehr explizit, was Alpaca immer für Code produziert, holt man sich hier den Index von dem aktuellen Thread. Also welcher Thread, wenn man 100 Threads gestartet hat, dann wird dieser Kernel 100 Mal ausgeführt, dann ist das jetzt vielleicht Thread 5 oder so. Dann in der Zeile holt man sich die Anzahl von Elementen, die pro Thread berechnet werden sollen. Dann kann man sich die Range ausrechnen, das heißt, wenn ich 5 Elemente berechnen soll von 100 Elementen insgesamt, dann ist meine Range von 20 bis 24 oder so. Und dann berechne ich für diese Range die Vektoraddition und genau, und das wird dann, der Speicher wird dann wieder zurückkopiert. Wenn das alles funktioniert, muss man in Alpaca erstmal das Framework konfigurieren. Und das wird immer mit Typen gemacht. Das heißt, man konfiguriert erstmal, wie viele Dimensionen will ich überhaupt benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt mein Code oder meine Simulation, was auch immer, aufteile, kann ich sagen, okay, meine Threads haben jetzt 3 Dimensionen, weil meine Simulationsdomain dreidimensional ist. Dann setze ich fest, okay, was haben meine Indexraum, welchen Typ hat er? Dann sage ich, okay, mein Beschleuniger hat jetzt den folgenden Typ, will ich jetzt auf einer GPU ausführen, will ich OpenMP benutzen für CPUs. Das ist sozusagen die Zeile, die man verändern würde, wenn man jetzt auf eine andere Architektur, auf ein anderes Programmiermodell gehen will. Die nächste Zeile hier, der Host, ist genauso auch ein Beschleuniger, also da unterscheidet Alpaca nicht. Der Host und der Beschleuniger sind beides Beschleuniger. Und so kann man auch sagen, okay, auf dem Host will ich erstmal zum Debuggen alles seriell machen, aber wenn ich dann mal den Host auch beschleunigen will, sage ich, das ist jetzt der OpenMP, das läuft jetzt parallel auf meinem Multicore. Und das sind wirklich nur 2 Zeilen, die man hier ändern müsste und das ist eigentlich ziemlich stark. Wenn man dann Kernel ausführen will, werden die immer in so eine Warteschlange, in den Stream eingereiht und der ist hier entweder synchron oder asynchron und man hat eine Work-Division, das ist, wie wird mein Problem aufgeteilt in Blöcke, in Threads und in Elemente. Dann holt man sich so ein
Device von den Host und den Accelerator und den Stream für den Accelerator. Sozusagen, man will ja in den Accelerator Arbeit einspeisen. Man könnte jetzt auch einen Host Arbeit einspeisen, wenn man es will. Man macht die Workdivision. Das sind ja Vektoren. Und die Vektoren bilden dann die Workdivision, sozusagen, wie viele Blöcke man haben möchte, wie viele Threads man haben möchte, wie viele Elemente man haben möchte. Und das wäre hier in dem Fall, wäre es ein Element, 2x2x2 Threads und 4x8x16 Blöcke. Genau. Dann muss man die ganzen Speicheroperationen auch explizit machen. Das heißt, man allokiert Speicher auf dem Device und auf dem Accelerator, der sogenannte Buffer, und macht dann eine Kopieroperation vom Host-Buffer in den Device-Buffer. Das wird auch wieder in den Stream eingereiht. Und jetzt kommt eigentlich das, was wirklich die Kernel-Ausführung macht. Das heißt, man legt sich ein Kernel-Objekt an, was den Kernel-Funk da darstellt. Man erzeugt so ein sogenanntes Alpaca-Executor-Objekt mit der Workdivision, mit dem Kernel, den man ausführen will, und dann die ganz normalen Argumente für den Kernel. Dann startet man oder packt sozusagen das Executor-Objekt in den Stream hinein und führt das dann aus, und am Ende kann man noch die Daten zurückkopieren, was dann der Vektor wäre, das Ergebnis. Vom Modell her ist es wieder genauso wie CUDA, es wird auch wieder viele daran erinnern, nur wie OpenCL. Bloß hier hat man halt wirklich den Vorteil, dass man oben in dieser Konfiguration das Backend einfach umschalten kann. Und was wir zum Beispiel viel in unserer Innovation machen, ist, dass wir CMake benutzen. Wir haben dann in CMake Makros, wo wir dann einfach mit einer CMake, CMake Option, einfach das Backend umschalten können. Dann wird neu kompiliert und schon läuft unser Code auf einem anderen Backend. Und das ist wirklich Single Source, so wie es sein sollte. Normalerweise höre ich jetzt mit Source Code auf, aber da wir jetzt in C++ User Group sind, würde ich noch ein bisschen weiter reingehen. Wie wird das überhaupt gemacht, dass da die verschiedenen Backends existieren? Wie ist das alles aufgebaut? Und in Alpaca, wie ich schon gesagt habe, ist das komplette Interface besteht aus freien Funktionen. Und diese freien Funktionen, wie zum Beispiel das Allokieren von Speicher, das Erzeugen von einem Executor-Objekt oder das Bekommen von dem Index des Threads, diese freien Funktionen nehmen immer Template-Argumente entgegen, und für diese Template-Argumente haben wir bestimmte Type-Requirements, bestimmte Anforderungen an den Typ, was ja in C++ normalerweise wird so Konzepte genannt, die ja noch nicht existieren, aber ich nenne es jetzt mal Konzepte. Und in Alpaca definieren wir immer für jedes Konzept, was wir haben, so einen Namespace. Und in diesem Namespace gibt es immer noch den Namespace Traits. Und dieser Trait definiert dann sozusagen die Funktionen und Typen, die man implementieren muss, um dieses Konzept zu erfüllen. Sagen, hier unten ist dann immer die freie Funktion, die Alpaca anbietet. Und hier oben in diesem Namespace Traits ist in Alpaca immer sind die Type-Traits, die man implementieren muss, damit sozusagen ein Objekt, das hier in der freien Funktion benutzt wird, dieses Konzept erfüllt. Da jetzt mal ein Beispiel zu geben. Wenn man jetzt das Konzept Event hat, dann muss dieses Event spezialisiert, oder für dieses Event muss die Testklasse spezialisiert werden. Und die Testklasse muss eine Funktion anbieten, was hier definiert wird, Funktion Test. Und diese Funktion Test muss als Argument ein T nehmen und muss bool zurückgeben. Warum machen wir das genau so? Also warum sagen wir nicht, das Objekt T muss jetzt eine Methode Test haben, weil wir eben voll oder partiell spezialisieren wollen. Und das kriegt man eben nur über dieses Konstrukt hin, indem man hier eine freie Funktion hat. Und diese freie Funktion nimmt ein T entgegen. Dieses T muss dann spezialisiert sein und muss dann die Methode Test anbieten. Okay, wenn man jetzt mal eine Implementierung anguckt, also für die Klasse UserEvent hier, dann ist hier wieder Namespace Event, Namespace Traits und dann hier die Spezialisierung für UserEvent von Test. Die bietet uns an, die Methode Test und das UserEvent entgegen.
Return Bool und ich habe jetzt einfach mal Return True geschrieben. Und hier würde normalerweise irgendwas Sinnvolles stehen. Aber das wäre jetzt sozusagen ein Modell, sagt man, für dieses Event. Genau. Das ist so ein bisschen der Abhängigkeitsgraf von Alpaca und seinen Konzepten. Und das ist relativ komplex. Also das wichtigste Konzept ist hier der Beschleuniger. Und der Beschleuniger hat hier, also die gelben Konzepte sind immer sozusagen die Hauptkonzepte und die weißen Konzepte sind die Subkonzepte. Und Beschleuniger besteht halt sozusagen aus mehreren Komponenten. Also wie sind die atomaren Operationen umgesetzt? Wie wird der Zufall umgesetzt? Wie wird die Work Division gemacht? Von was ist noch abhängig? Wie bekomme ich ein Device? Wie wird so ein Beschleuniger, wie wird ein Kernel auf einem Beschleuniger ausgeführt? Das wird halt in diesen einzelnen Konzepten geklärt. Aber man muss jetzt nicht, wenn man einen neuen Beschleuniger in dieses Alpaca-Framework einbetten will, muss man jetzt nicht komplett alle Konzepte wieder neu erfinden oder neu programmieren, sondern man kann einfach von bestehenden Konzepten erben. Also ich habe jetzt hier meinen MyAccelerator, will den jetzt reinbringen und kann mir erstmal vielleicht einen bestehenden kopieren und kann die ganzen Konzepte, Subkonzepte übernehmen und benutzen. Zum Beispiel bei CPUs kann ich die gleichen, wenn ich jetzt einen anderen CPU-Beschleuniger benutzen will, kann ich die gleichen atomaren Operationen benutzen. Ich kann den gleichen Mechanismus benutzen, um zu synchronisieren. Und wenn ich aber irgendwas anderes machen will, dann überschreibe ich einfach oder spezialisiere halt ein bestimmtes Trait aus einem bestimmten Konzept. Zum Beispiel hier diesen, wie wird dieser Accelerator ausgeführt. Und sage jetzt hier, okay, da benutzt diesen MyExecutor-Typ. Damit sowas hier funktioniert, benutzen wir diesen Mechanismus des Substitution, a failure is not an error, also SFINAE. Und zwar wird normalerweise an jedes Trait hier noch dieses SFINAE-Template-Argument hinzugefügt. Und das kann dann benutzt werden, wenn dann spezialisiert wird, um beliebige Bedingungen an diese Spezialisierung ranzubinden. Beispiel kann man sagen, okay, ich will das jetzt nicht spezialisieren für jedes Event, sondern ich habe da irgendwie ein Base-Event, von dem kann man erben und wer von Base-Event erbt, der wird auf jeden Fall diese Implementierung benutzen können. Wenn ich dann aber trotzdem als User merke, okay, ich will eigentlich das Event irgendwie anders steuern, dann mache ich einfach selber eine Spezialisierung. Dann wird die nicht mehr benutzt, weil dieses SFINAE immer die speziellste Spezialisierung benutzt. Und so machen wir es uns einfach, dass wir den Code wieder benutzen können, indem wir einfach für Base Event erben und dann wird automatisch diese Spezialisierung benutzt. Genau. Genau, um das mal zusammenzufassen, was ich jetzt erklärt habe. Also Alpaca besteht wirklich aus größtenteils freien Funktionen, die Konzepte sozusagen definieren, die wir benutzen. Diese Funktionen haben Template-Argumente und diese Template-Argumente müssen bestimmte Konzepte erfüllen, um halt ein Modell zu sein, um dann valid zu sein. Ansonsten beschwert sich der Compiler und mit C++ 21 oder irgendwas kommt dann auch eine sinnvolle Compiler-Fehlermeldung raus. Im Moment ist es halt noch ziemlicher Hassel dann rauszufinden, wo ist denn jetzt wirklich das Konzept nicht wirklich erfüllt worden. Alpaca definiert eine Menge von diesen Konzepten und man kann eben in Alpaca so ein Konzept erfüllen, indem man den Namespace von diesem Konzept benutzt und dann die Traits innerhalb von diesem Konzept spezialisiert. Um jetzt nicht das für alle Beschleuniger neu machen zu müssen, benutzen wir SFINAE. Um jetzt eine Spezialisierung für verschiedene Modelle nutzen zu können. Und wir versuchen halt, verschiedene Konzepte auch zu kombinieren. Man kann eben für einen CPU-Beschleuniger verschiedene atomare Implementierungen benutzen oder verschiedene Implementierungen zur Synchronisierung und so weiter. Genau. Dann würde ich mal noch ein paar Benchmarks zeigen, also was haben wir jetzt wirklich mit Alpaca gemacht. Und zwar
als allererstes, genau. Wir haben jetzt hier mal einen einfachen Code genommen, ein DuxP, das ist ein Vektor-Additionsalgorithmus. Und mal geguckt, okay, was kommt denn jetzt für CUDA-PDX-Code, das ist dieser CUDA-Assembler, raus, wenn wir es mit Alpaca kompilieren und wenn wir es nativ kompilieren, und haben festgestellt, da kommt wirklich der gleiche Code raus. Also CUDA benutzt diesen NVCC-Compiler, um C++ zu übersetzen. Und der ist wirklich in der Lage, bis auf diese eine Zeile, wo hier irgendwie noch ein Texture-Cache benutzt wird, genau dieses Alpaca-Interface rauszukompilieren. Und das zeigt halt, das ist wirklich Zero-Overhead-Abstraction. Als nächstes ist hier ein relativ akademisches Beispiel, also wir haben einen Matrix-Multiplikationsalgorithmus, ein VChamp. Und was wir gemacht haben, ist vom CUDA-Programmier-Guide, Programming-Guide, haben wir diese Matrix-Multiplikation genommen und der benutzt so ein Tiling-Matrix-Multiplikationsalgorithmus und haben den mal nach Alpaca portiert, haben noch ein bisschen was gefixt und geguckt, wie läuft das auf verschiedenen Architekturen. Und auf der Y-Achse sieht man hier die relative Performance zur theoretischen Peak-Performance und hier unten sieht man die Matrixgröße. Und bei allen Architekturen sind wir ungefähr bei 20% der theoretischen Peak-Performance. Ich muss dazu sagen, also es war nicht unser Ziel, da irgendwie Performance rauszubekommen, sondern wirklich Performance-portabel zu sein. Also ich nehme jetzt den Single-Source-Matrix-Multiplikations-Kernel, mache einen CMake, einen Switch, bin auf der anderen Architektur, führe es aus und gucke dann, was kriege ich da für eine Performance raus. Und die können wir auf jeden Fall noch sagen, optimieren, aber das war jetzt nicht unser Ziel davon. Eine andere Sache ist, ich bin hier vom HZDR und da ist die Hauptcode ist hier so ein Particle in Cell Code, so eine Plasmasimulation, wo man mit Elektronen schießt und Ionen und das noch visualisiert. Und der Originalcode hier läuft ungefähr über 200 oder 100 Sekunden. Und der Alpaca-Code hat genau die gleiche Laufzeit. Hier ist ein kleiner Unterschied, weil wir in Alpaca noch spezielle atomare Operationen benutzen, die hier im Originalcode nicht benutzt werden. Aber es zeigt halt wirklich wieder, wir sind hier bei der gleichen Ausführungszeit, ob das jetzt Alpaca ist oder nativ. Und was wir auch machen können, ist eben auf einer Power-Architektur oder auf einer x86-Architektur ausführen. Die Ausführungszeiten sind jetzt hier wesentlich höher, aber was man noch anmerken muss, ist, dass diese Systeme auch wesentlich niedrigere Peak-Performance haben. Wenn man das mal in Relation setzt, dann sieht man, dass man auf den Grafikkarten von NVIDIA ist man ungefähr bei 12-13% der relativen Peak-Performance und bei den anderen CPU-basierten Systemen ist man hier zwischen 3-8%. Und was, denke ich mal, gar nicht so schlecht ist dafür, dass man das so relativ schnell umschalten kann. Und das ist halt noch, das ist in 2 Wochen passiert, der Port, und es wird noch viel optimiert. Aber es ist auf jeden Fall schon mal möglich, auf eine andere Architektur zu gehen. Und es ist halt auch wichtig, oftmals waren halt Leute bei uns in der Gruppe, die gesagt haben, ja, es ist schön, euer Code, und der läuft schnell auf einer GPU, aber bei mir zu Hause habe ich halt einen CPU-Cluster, ich würde das zwar gern benutzen, aber was mache ich? Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, einfach da umzuswitchen. Und vor allem kann man sagen, ich habe jetzt einen Code, der läuft auf den aktuellen Architekturen und der wird auch auf den zukünftigen Architekturen laufen, weil eben Alpaca so gut erweitert werden kann. Anderes Beispiel ist Simulationscode bei uns, der in solchen Verstärkermedien für Laser die Verlustleistung berechnet. Und da hat man hier auch wieder die native Variante und hier die Performance und hier das Speedup, also ist hier normiert, ist die native Variante und die Alpaca-Variante wieder auf der gleichen Ebene. Und die OpenAP-Variante mit Alpaca auf AMD und Intel-Hardware, sozusagen bei halber Performance, schafft er auch die halbe Laufzeit sozusagen, was auch wieder zeigt, dass es selbst in einem komplexen Code performance-portabel ist. Man kriegt da sozusagen auch die Performance raus. Genau. Und da komme ich auch schon zum Ende von meinem Vortrag. Um das nochmal zusammenzufassen, Alpaca ist sozusagen ein Interface in C++, was es einem ermöglicht, auf verschiedene Programmiermodelle, auf verschiedene Architekturen damit abzubilden.
Man schreibt seine Kernel, seine Programmteile, die beschleunigt werden sollen, die in Single-Source-C++-Code. Es ist nicht nötig, mit Makros verschiedene Versionen zu erzeugen, die dann auf verschiedenen Architekturen laufen, sondern das macht Alpaca im Hintergrund durch Compile-Time-Tricks für dich. Und wir unterstützen eigentlich alle Multi-Many-Core-Architekturen, indem wir eben auf verschiedene Programmiermodelle abbilden. Und wir haben jetzt schon ausgeführt auf Xeon Phi, wir waren auf ARM, wir waren auf Intel AMD, wir waren auf Nvidia Teslas, Spark waren wir noch nicht, Power 8 waren wir schon. Und wirklich alles mit dem gleichen Code. Und das Einzige, was man ändern muss, ist in CMake die Option setzen, ich will jetzt ein anderes Backend benutzen und dann wird es dafür kompiliert. Man kann sogar mehrere Backends gleichzeitig benutzen, man kann den Kernel einmal auf Backend A und dann feststellen, es läuft da nicht so gut und dann auf Backend B ausführen zur Laufzeit, das ist alles möglich. Und das Wichtigste für mich ist immer, dass es auch zukunftssicher ist, also was auch immer da in dieser Supercomputing-Liste in den nächsten Jahren aufploppt, die Chinesen nochmal irgendwas Neues machen, ob die Amerikaner irgendwas Neues machen, ob sich Intel, AMD, Nvidia, whatever, was Neues ausdenken. Wir können das halt erweitern, wir haben die Macht, das ist Open Source. Und genau, das ist, denke ich mal, der wichtigste Punkt. Genau, das ist Open Source, kann sich's runterladen von GitHub. Und das ist hier die Gruppe, in der ich gearbeitet habe. Und Alpaca ist heute sogar released worden, also gibt es auch eine Stable-Version, die man erstmal benutzen kann. Und es gibt einen Haufen Examples, es gibt Tests, die man sich angucken kann. Und dann war es das jetzt von meiner Seite und ich kann mal jetzt noch ein bisschen diskutieren und quatschen. Genau, danke. Was ist jetzt der Trick, damit ihr das auf CUDA kompiliert bekommt? Wieso kann CUDA jetzt C++-Code? CUDA konnte schon immer C++-Code. Also kann das euer Framework, also kompiliert die ganze Excel mit CUDA oder die ganzen C++? Genau, also das wird sozusagen mit NVCC kompiliert und der NVCC intern hat wieder eine Weiche, wo der sagt, das sind die Kernels, die kompiliere ich mit NVCC und der Rest, den packt er dann in G++ sozusagen. Okay. Und wie sieht die Weiche aus? Wenn ich das sozusagen im Template jetzt habe, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme meinen Source-Code und gehe auf Xeon Phi, dann passiert wahrscheinlich Folgendes, dass er irgendwie am Ende ganz andere Files inkludiert oder wie funktioniert das? Genau, also es gibt in Alpaca ein paar Makros. Okay. Und du sagst halt am Anfang, ich will jetzt OpenMP machen zum Beispiel. Oder ich will OpenMP aktivieren. Ja. Dadurch werden halt bestimmte Sachen inkludiert, die dann dem Compiler zur Verfügung stehen. Ah, okay. Das heißt, also ich muss a priori sagen, so jetzt mache ich OpenMP. Genau. Und dann ist sozusagen die Konfiguration, die dann auch dazu führt, dass der Compiler tatsächlich verschiedene Quellen richtig sieht. Richtig. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn ich jetzt... Der Intel-Compiler würde ja komplett kaputt gehen, wenn er plötzlich CUDA kodiert. Genau. Also, aber er unterstützt sozusagen auch den Compiler letztendlich. Also, es läuft auf ICC. C-Lang, bei ICC haben wir, glaube ich, ein bisschen Probleme, aber C-Lang und K++. ICC läuft. Und läuft sogar Microsoft Visual Studio läuft es auch. Man braucht einen C++11-Compiler. Das ist. Ja, gut, aber. Genau. Ja. IBM ist da ein bisschen. Ja, IBM haben wir es auch schon kompiliert gekriegt, aber irgendwann internal Compiler Error, also die sind dann noch ein bisschen hinterher, aber wir versuchen da, dass wir die möglichst alle unterstützen und testen die dann auch. Ich habe auch noch eine Anfrage. Diese Dimensionsparameter. Die was? Der ganz am Anfang hast du mal gesagt, bei der Konfiguration muss man einstellen, was mein Problem für die Dimension hat. Genau. Dreidimensionales Problem oder so. Es ist ja manchmal so, ich habe zweidimensionale Matrizen zu multiplizieren, später habe ich mal riesige Vektoren miteinander zu addieren, da sind ja die Dimensionen unterschiedlich. Du kannst ja auch verschiedene Dimensionen angeben,
Aber du musst die dann halt, musst dann sozusagen einen anderen Beschleuniger-Typ anlegen, der dann wieder eine andere Dimension hat. Da hast du sozusagen Beschleuniger Typ 1, Beschleuniger Typ 2. Das verstehe ich. Das ist also nicht eine globale Konfiguration, sondern die Konfiguration bezieht sich dann nur auf. Genau, du holst sie dann ja sozusagen mit diesem Beschleunigertyp in Device und das hat dann diese Dimension und dann auch die WorkDivision, das muss halt zusammenpassen und das checkt halt der Parker auch. Das wird dir dann sagen, hier die WorkDivision-Dimension passt nicht zur Dimension von deinem Beschleuniger. Genau. Ja. Also mich würde mal interessieren, ob ihr denn so auch so Sachen macht. So Type Traits und freie Funktionen, S-Finae, so Späße. Ob das ja schon mal früher, was ist das Neue? Was wird jetzt gemacht? Nee, Quatsch. Es wird viel, viel pragmatischer rangegangen, weil es, naja, soll ich sagen, ich meine, die Computer entwickeln sich so schnell, wenn ich jetzt ein Problem habe, dann kriege ich das für den Plattform, läuft das doch gut, und wenn dann die Plattform wegfliegt, kriegt man das Problem weg. Ich würde sagen, es wird dann jemand draufgesetzt auf den Code, macht das mal für die Architektur. Genau. Fit und dann? Genau, und dann funktioniert es, dann läuft es und dann irgendwann ist gut. Dann brauche ich die Punkte. Ja, die ist ja super, weil du dann genau in dem Moment auf diese Architektur das machst. Also, das muss ich auch rentieren, ne? Du musst ja organisiert, die Person, die du aufgesetzt hast, dann auch wieder. Ja, das macht sich ja beschaffen. Und später ist es dann halt so, dann kommt eine neue Architektur und damit kommt ein neues Problem. Also, wir haben, also ich. Okay, das ist. Zum Beispiel im DLR ist es so, es gibt einen Taucode, der berechnet sozusagen die Flugzeugströme. Das ist C. Der ist seit 20 Jahren im Einsatz, wurde auf jede Architektur wieder neu gemacht. Und jetzt machen die aber, wie sich jetzt gesagt, die schmeißen das ganze Ding mal weg. Und machen jetzt auch C++. Da fangen die jetzt auf an mit Finale und so ein Späßen. Aber das ist gerade noch im Entstehen. Ja. Also es gibt noch ein ähnliches Framework in den USA, das heißt COCOS. Das ist, also bei uns merkt man halt, okay, wir haben jetzt hier die Geschichte, dass wir CUDA benutzt haben vorher, in Pico und GPU, dann war das okay. Wir wollen das Programmiermodell behalten, weil es eigentlich ganz, ganz tricky ist und dein Problem schon sehr gut aufteilt in diese parallelen Dimensionen. Aber COCOS kommt von der anderen Seite. Also wenn man jetzt so einen Legacy-Code hat in C oder C++ und der hat halt Schleifen, wie kriege ich denn jetzt schnellstmöglich parallelisiert, ohne dass ich jetzt OpenMP bloß drüber schreibe. Und die portieren tatsächlich ihre kompletten Codes, also Sandia Labs, noch schon andere Labs nach COCOS, um unten drunter eine Schicht zu haben, die dann einfach auf ein anderes Backend gehen kann. Und weil, weiß nicht, wenn man halt so einen riesen Code hat, der etliche 10.000 Zeilen Code hat. Aber unterstützt ihr denn Distributed Memory in dem Sinne? Nee, wie meinst du jetzt sowas Pegas oder sowas? Ja, genau, Pegas. Das würde ja ganz normal über MPI gehen. Also, okay. Genau. Dieses Kokos? Kokos auch. Die haben sozusagen. Die unterstützen das auch nicht so. Du bist sozusagen immer Single Node und wenn du kommunizieren willst, musst du das explizit machen mit einem anderen Framework. Ja, es wäre natürlich sicherlich irgendwie möglich, da jetzt noch ein Level draufzusetzen, aber naja, das, ob man das will. Macht die ganze Sache nicht einfach. Ja, genau. Meine Frage noch, am Anfang habt ihr doch den Claim gemacht, dass es das letzte Denkmodell ist, was man für parallele Programmierung braucht. Ja. kommt ihr dem nahe, oder? Es gibt zum Beispiel, wir würden zum Beispiel gern unten drunter sowas wie OpenCL auch haben. Aber das geht nicht, weil wir können nicht, das müssen halt immer C++-Kernel sein und OpenCL ist ein C-Kernel. Kann man nicht machen. Es würde funktionieren, wenn man sowas macht wie Source to Source and Translation. Das machen wir ja nicht, wir haben wirklich C++. Das heißt, es muss halt in dieser C++-Welt leben und wenn man irgendwas anderes hat, würde es nicht funktionieren. Das andere ist, gefällt einem das Programmiermodell, das ist relativ, ja, wenn man halt damit anfängt, dieses CUDA OpenCL Programmiermodell sich mal anzugucken, ist ein bisschen so, oh, was, dann muss ich das jetzt aufteilen und hier
verschiedenen Threads, Blogs und sonst was. Gibt es sicherlich auch andere Programmiermodelle, wo man sagt, das ist cooler, normale Schleifen oder funktional. Wir sehen da Alpaca auch teilweise so als diese Low-End-API und wir haben auch mittlerweile einen Aufsatz auf Alpaca, der heißt Kapla. Und das ist halt für Leute, die zum Beispiel CUDA-Code haben und die machen minimalste Änderungen im CUDA-Code. So haben wir auch Picker und GPU portiert. Das ist ein 40.000 Zeilen-Code. Hat René in 2 Wochen portiert. Und da kann man halt bestehende Programmiermodelle auch sogar den Code wiederverwenden und das wird dann am Ende aber auf Alpaca abgebildet und Alpaca macht dann die Übersetzung in andere Programmiermodelle. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man das vielleicht auch machen kann, dass man sagt, okay, man hat jetzt bloß eine Lambda-Funktion mit einem for each oder parallel for und legt da Alpaca drunter. Aber ob wir immer alle Architekturen unterstützen können, hängt davon ab, ob es eine C++-Schnittstelle gibt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr auch ein Stück weit beschränkt. Also ihr könnt nicht sowas wie HPX über Netzwerk mehrere Knoten und Cluster steuern. Das also die richtigen Vorrechner. Das ist extra. Das wird ja normalerweise wird das ja über. Also das muss dann schon der Code selber machen mit MPI oder mit TCP-Kommunikation oder so. Das macht halt Alpaca nicht. Alpaca ist wirklich für die Beschleunigung auf einem Knoten zuständig. Und wenn man, normalerweise hat man, ja gut, kommt drauf an, es gibt ja auch so Frameworks, die das für dich machen. Aber das ist halt nicht Alpaca. Genau. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will explizit sein und benutzen wahrscheinlich lieber Alpaca. Und es gibt Leute, die sagen, ich will mir da viel abnehmen lassen und benutzen irgendein Pegas-Framework, was dann die ganze Verteilung macht und dann auch lokal die Berechnung verteilt. Aber ich denke mal, mit Alpaca kann man mehr Performance rausholen. Alpaca ist dann wirklich auch wirklich viel lokale Bearbeitung, weil würden wir in Alpaca jetzt noch komplette Memory-Konzepte reinnehmen und zusätzlich noch jetzt Multinode, irgendwie MPI-Ersatz, irgendwas, dann würden wir mehrere Domains miteinander mischen. Und dann würden wir irgendwann so einen eierlegende Wollmilchsau versuchen zu erschaffen und würden definitiv scheitern. Deswegen grenzen das Problem stark ab. Wir wollen erstmal auf einen Knoten denselben Code schnell ausführen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt verschiedene Kommunikationsbibliotheken abstrahieren wollen, dafür haben wir zum Beispiel eine extra Bibliothek, das ist die Gravebit Library. Und die sitzt zum Beispiel auf MPI und auf was ist das? Sitzt auf ZeroMQ auch noch. Auf ZeroMQ. Und damit kann man zum Beispiel die Kommunikation dann per Zero Overhead, quasi Zero Overhead abstrahieren. Aber es sind wirklich immer abgeschlossene Probleme, damit man diese auch maintainen kann. Wenn wir alles zusammenwürfeln würden, wird man definitiv scheitern. Ja. Also das ist unsere Meinung. Ah, oh, genau, wir wollen mit Dash zusammenarbeiten. Ja, vielleicht wird er mal Dash Alpaca benutzen als Beschleunigungsbackend. Dash Alpaca benutzen. Ja, aber dann hast du ja alles zusammen. Ja, das ist aber nicht mehr Alpaca, das ist ja dann Dash. Ja, aber es ist dann dieser Eierlegende-Wollmilchsau. Ja, es gibt ja auch Anwendungsfälle dafür und ich denke mal, es ist auch ganz, ganz schick, so zu programmieren, aber Alpaca. Ja, Alpaca ist trotzdem noch ein losgelöstes Problem. Das kann man komplett unabhängig von irgendwelchen User-Codes maintainen und weiterentwickeln. Und wenn man natürlich jetzt das Teil von Dash zum Beispiel wäre, werden wir wahrscheinlich immer an den Spezifikationen von Dash hängen bleiben. Mhm. Und das müssen wir so natürlich nicht. Okay, für die Domäne, die Dash abbilden will, kann man das dann bestimmt. Ja, wahrscheinlich würde man sie ja verrennen, so ein bisschen. Dass man das den Kern nicht mehr maintainen kann, dann hat man einen Haufen Neues. Ich meine, am HCDR, das ist ja keine Software-Schmiede. Und das sind größtenteils Physiker. René ist ja der einzige Informatiker, Angestellte. Und größtenteils sind das wirklich Studenten, die daran arbeiten, ganz pfiffige. Und. Da müssen wir immer aufpassen, dass wir da nicht zu viel in die Projekte reinpacken, damit das noch maintainbar ist. Und
wie sieht jetzt die Zukunft aus nach der Version 1.1? 0.1 wurde heute released, nach langer Zeit. Wie sieht die Zukunft aus? Also, ich bin natürlich total interessiert, wie läuft das Ding auf aktuellen Architekturen. Also, vor kurzem wurden jetzt die Xeon Phi Nights Landing endlich mal so released, dass die benutzbar sind, auch für Menschen, die nicht irgendwie bei Intel arbeiten oder so. Und da wird es uns brennend interessieren, da mal drauf laufen zu können, wie läuft diese Matrix-Multiplikation, bekommen wir da die 20% raus? Dann hier OpenACC ist für uns auch ganz interessant, dann auf diesen Supercomputer in China zu kommen, den Thiolite, da mal mit OpenACC zu gucken, wie läuft das. Und natürlich ist immer die Hoffnung da, dass das Leute benutzen. Also es wird in unserer Gruppe benutzt, wir versuchen das auch in Rossendorf zu promoten bei den Gruppen, aber auch irgendwie außerhalb, dass sich das mal Leute angucken, macht es Sinn, Feedback. Ich meine, das ist jetzt bei GitHub, da kann man immer ein Issue aufmachen. Man kann, wenn man so pfiffig ist, auch einen Pull-Request machen und irgendwelche Änderungen vorschlagen. Aber ich glaube, so ein bisschen ist bei uns die Hoffnung da, dass es sich vielleicht verbreitet, dass vielleicht Leute da sind, die es interessant finden. Ja. Wie groß ist dann die externe Aktivität? Also ist die Sichtbarkeit? Ja, das ist frisch. Die Sichtbarkeit ist groß. Also wir sind auf jeden Fall auf der GTC gewesen dieses Jahr. Hatten wir einen Talk gehabt zu unserer Portierung von PickOnGPU und Alpaca. Auf der GTC Europe machen wir einen Workshop bis Ende des Jahres. Und auf jeden Fall Sichtbarkeit haben wir, auch da wir sehr oft auf den mittlerweile drittschnellsten Hochleistungsrechner rechnen, auf dem Titan in Oak Ridge. Und dadurch haben wir auch eigentlich in der US-Community ziemlich viel Sichtbarkeit, aber das ist halt ziemlich neu und müssen wir halt einfach auch schauen, wie sich das entwickelt. Wir nutzen es definitiv in unseren Codes, weil wir haben zum Beispiel die PickOnGPU, die Plasma-Simulation, darauf aufgesetzt und wir sind gerade dabei, das in den stabilen Zustand sozusagen zu überführen, dass wir dann noch eine Version haben. Genau. Das ist halt auch immer das Ding, dass oder bei der ESC hatte ich auch einen Vortrag gehalten, da wurde ich danach darauf angesprochen, dass es seltsam ist, dass wir jetzt einen CUDA-Code haben und von dem CUDA-GPU-Code wieder auf die CPU zurück wollen. Und das sind halt viele Leute noch nicht. Viele Leute haben einen CPU-Code und wollen auf die GPU. Und deswegen ist so dieses COCOS, glaube ich, in den USA sehr populär, weil da viele CPU-Codes sind, die alt sind und die wollen jetzt irgendwie auf eine GPU. Und das ist halt so dieser finde ich schon dieser Schritt weiter, okay, man hat jetzt einen GPU-Code, man hat den jetzt schon so auseinanderklamüsert, dass es irgendwie super parallel läuft. Und jetzt will man wieder auf eine CPU, weil diese CPUs halt auch nicht mehr nur Multicore sind, das sind halt auch Many-Core-Maschinen und das hat auch nicht jeder GPUs. Und das ist halt irgendwie schwierig, das den Leuten zu vermitteln und die sagen dann, ja, wozu brauche ich denn das? Ich habe doch überhaupt keinen, ich habe doch einen CPU-Code und jetzt soll ich das jetzt komplett umschreiben? Und genau. Das ist da. Gut, da müssen die Jungs ihren C-Code komplett in C++ umschreiben. Oder ihren Fortran-Code. Aber das ist immer. Also es ist immer C++, es ist nie Fortran zum Beispiel, ne? Die ganzen Fortran-Leute verliert ihr auch komplett. Genau, also aber mehr oder weniger kommen die meisten eh irgendwann nicht mehr drum rum, ihre Codes umzuschreiben, weil die alten Legacy-Codes sind nun mal sequenziell geschrieben und man kann natürlich da ein bisschen OpenMP drüber machen, dann kriegt man es aber, wenn man nicht die Datenstrukturen so umstellt, dass die auf einer parallelen Architektur wirklich vernünftig laufen, wird man niemals, vielleicht soll ich mir niemals sagen, wird man wahrscheinlich keine gute Performance bekommen, weil wenn ich mir zum Beispiel den Tor-Code angucke von den Server, der ist in C geschrieben und den wollte ich zum Beispiel noch ein bisschen tunen, weil der absolut nicht skaliert. Dann habe ich mir angeguckt und das geht einfach nicht, weil die Datenstrukturen einfach so grausam sind. Da wird einfach überall ein New gemacht, an jeder Stelle. Und das muss man irgendwann umstellen, wenn man wirklich skalieren möchte. Auf großen Maschinen, also auf Many-Core zum Beispiel. Die Frage ist, kann die viele Leute immer davon übergehen und sagen, ich habe da 30% Performance, stelle eine neue Maschine daneben, habe einfach ein bisschen Skalierung. Aber ja gut, solange es geht, ist es ja legitim, aber ja. Wenn man dann damit leben kann, dass man 4 Tage auf seine Ergebnisse wartet, gut. Ja. Wir wollen keine 4 Tage warten. Also mir nimmt ein paar Stunden schon manchmal zu lange.
Ja, es ist auch immer die Frage, wie viel will man jetzt investieren, dass man jetzt seinen Code in der Alpaka jetzt umschreibt zum Beispiel. Ist halt, oder will man einfach den bestehenden Code benutzen und halt die Zeit warten. Aber ich denke mal, es lohnt sich auf jeden Fall. Und man hat definitiv native CUDA-Performance, weil das eben exakt die gleichen Programmiermodelle sind. Und man kriegt gute Performance auch auf CPU-Systemen. Und ich denke mal, wenn hier jemand Interesse hat, dann kann man auch mal einen Workshop irgendwie in Dresden organisieren, wo man sowas macht. Oder ein Hackathon oder sowas. Weil der Einstieg halt von, sag ich mal, wenn es normalen C++-Code schreibt, nach Alpaka ist immer so ein bisschen eine Überwindung, sag ich mal. Wenn man jetzt CUDA kennt, dann ist Kapla auf jeden Fall auch interessant. Das ist auch auf unserer GitHub-Seite zu sehen. Das ist auch sozusagen der Ansatz von uns, dass wir nicht jedes Mal unser Programm neu schreiben wollen. Wir laufen jetzt gerade auf Python. Die nächsten Maschinen sind teilweise GPUs, die kommen werden und in den USA ziemlich große CPU-Installationen mit Nice Landing. Und da wollen wir natürlich auch laufen. Wir wollen den Code nicht neu schreiben. Wir wollen nicht zwei divergierende Versionen haben. Das ist so der typische Fall, wie man das im Fortran macht. Man gibt einen Namen, hat aber 50 Repositories oder sowas. Die eine Version hat das Feature, die andere nicht. Und wir wollen halt auf einer Codebase unsere Features aufbauen, dass wir wirklich dann, egal auf welche Architektur wir gehen, die Features haben. Und wenn wir wirklich das letzte Quäntchen Performance haben wollen, dann können wir immer noch zum Beispiel einen Kernel rausnehmen und für eine bestimmte Architektur wirklich spezialisieren und können ja durch die Vollspezialisierung von bestimmten, zum Beispiel von MemQ, können wir dann dafür sorgen, dass auf der bestimmten Architektur dann genau dieser Kernel genommen wird. Dann können wir auch sowas machen, dass wir eine explizite Version für eine Architektur haben. Aber unser Ziel ist eigentlich, eine Codebase zu haben, die auf verschiedenen Architekturen läuft, damit wir nicht in das Problem kommen, dass wir unseren Code 20 Mal neu schreiben müssen. Mal noch eine Frage, weil du vom Tor-Projekt geredet hast. Habt ihr mal irgendwie erfolgreich so eine, sag ich mal, nicht physikalische Simulationssoftware portieren können auf so einem Framework? Also wo man irgendwie was rausholt? Wer fällt so ein, die Videobeschleunigung oder auch Verschlüsselung? Nee, das könnte man nur als Hobby machen, weil dafür wird man leider nicht bezahlt. Tor habe ich mir auch bloß als Hobby angeguckt, habe aber dann doch die Finger davon gelassen, weil ich keine Lust habe, mir erstmal komplett bis ins letzte Quäntchen die ganzen Datenstrukturen nochmal aufzumalen, was ich alles brauche und dann den ganzen Code neu zu schreiben und alleine ist in der Freizeit einfach nicht möglich. Nee, da haben wir natürlich nur an Projekten gearbeitet, die so in Richtung Simulation oder Hasan GPU ist ja nicht wirklich eine Simulation. Das ist eine Simulation, ja. ja, da fehlt uns auch die Manpower, glaube ich. Aber wäre das interessant für so einen Workshop, wenn man da irgendwie was hat, wo er sieht, da ist ein Ansatz, weil dann ja sozusagen nicht nur, dass Physiker dahin kommen, die ihre Simulation ein Stück weit beschleunigen wollen, sondern eher auch mal so Leute, na, wir haben jetzt, die wir programmieren haben jetzt wollen und sagen, okay, ich will da einfach mal reinschrecken. Wir versuchen jetzt im August, da ist eine eintägige Konferenz an der TU Dresden über von den Datenbankleuten. Da versuchen wir jetzt ein bisschen reinzukommen, weil die versuchen ja auch viel mit GPUs zu machen. Und ansonsten müssen wir halt gucken, dass man irgendwie in die Communities reinkommt, die Sichtbarkeit irgendwie kriegt, dass da Leute sagen, wow, cool, was macht ihr dort? Ich habe das auch selber noch nie irgendwie mal in einem privaten Projekt, was nichts mit Simulationen zu tun hat, benutzt. Aber wäre sicher mal interessant. Ich denke mal, da sollten dann auch vielleicht die Domain-Experten aus diesem Projekt vielleicht mal das selber versuchen. Das ist meist ja leichter, als wenn man von einer Simulation kommt und dann sich versucht, ein anderes Projekt jetzt komplett zu verstehen und sowas, die da alles gut machen. Man braucht irgendjemanden, der beides kann, sonst wird es nicht. Genau. Okay, also für Alpaka braucht man jemanden, der vielleicht ein bisschen cooler programmieren kann. Dann hat man ganz, ganz leichten Einstieg eigentlich. Am besten jemand, der es schon mal gemacht hat. Das ist immer das Beste. Das ist. Die machen doch gut. Matrix, die machen doch gut. Wir haben leider unseren Entwickler, der das von Anfang an geschrieben hat, das Alpaka, der Benjamin Borkitz, ist leider zu Citrix abgewandert.
Die machen auch Videozeug, aber... Wisst ihr, ob der das benutzt? Geht nur kurz. Also. Vielleicht könnte der ja auch... Ja, das, zumindest das dann muss man wahrscheinlich was verwarten. Wenn man gerade frisch zu einer Firma geht, sollte man vielleicht nicht gerade deine Auftrumpfen mit, ey, ich hab da was. Kann man das machen. Vielleicht sollte das zu Hause machen und dann sagen, hier, das funktioniert. Wenn das die Firmen nicht hergeben. Ich will ja das ZDH sowas benutzen. Oder? Wir haben Opus Simulationscodes. Achso. Ja, perfekt. Fortran oder was für Programmiersprachen werden denn da benutzt größtenteils? Alles, okay. Wir verwenden recht viel OpenFOB, so eine Menge von CFD-Codes, die halt Firmenmechanik machen. Das baut massiv auf OpenMP auf. Okay. Ja, dann der Ansatz, da war auch mal auf eine Geht man überhaupt? Ja, das ist wieder das Ding, so ein OpenMP-Code besteht aus mehrfach verschachtelten Schleifen, wo dann solche Pragmas drüber geschrieben werden und dann ist das auch meistens bei OpenMP für eine Architektur speziell irgendwie optimiert. Ansonsten kann da mit Makros kann man da auch ein bisschen was machen. Weil es gar nicht so richtig zweites ist, OpenMP, da ist ja auch wieder eine ganze Menge Template-Programme drüber. Okay. Also das Ding ist halt, dass dieses OpenMP-Programmiermodell komplett verschieden ist von diesem CUDA OpenCL-Programmiermodell. Und das würde es halt notwendig machen, dass man da irgendwie was umschreibt. Da ist halt der Ansatz von Kokos praktischer. Ja, wissen wir, wie man da rangehen würde, wenn man das jetzt sozusagen erzwingen will, dass man das nach Alpaca portiert. Ich glaube, für Chrome gibt es auch auf Kokos mittlerweile. Oder die haben, glaube ich, die arbeiten, glaube ich, auch mit Kokos-Leuten zusammen. Ich glaube, auf die ESC oder so, was gehört. Wie würde man das machen? Würde man den OpenFOB drunter setzen und dann einfach da drüber oder würde man es andersrum machen? Würde man sozusagen die Chrome-Schnittstelle haben und unten drunter irgendwie das Ganze dann mit Alpaca? Ich würde unten drunter Alpaca setzen, ja. Unten drunter Alpaca setzen, okay. Weil man ja von oben einfach die ganze abstrakten Vektoroperationen, Matrixoperationen hat. Genau, Alpaca ist quasi die virtuelle CPU oder so, kann man dann sagen. Du musst sozusagen in OpenFOB basteln. Ja. Kannst du es halt nicht parallel benutzen, das wäre natürlich am schönsten, wenn man sozusagen beides irgendwie kombinieren könnte, aber das dürfte gar nicht gehen. Das heißt zum Beispiel irgendwie eine Vektorklasse oder durch die Compile-Switch die Vektorklasse so implementieren, dass die halt nicht OpenMP benutzt, sondern Alpaca und dann umschaltbar wiederum genau über Alpaca auf OpenMP oder Polo oder was. Genau. Das würde man machen. Aber es ist ja wahrscheinlich auch relativ komplex, ne, das OpenFOB. Ich weiß nicht, wie viele Codezeilen das sind. Ja gut, man würde sich bei OpenFOB auch... Wenn man eine harte Datenstruktur hat, Vektor, dann mal... Man müsste halt jede Vorschleife, die sozusagen OpenMP-Pragma drüber hat, müsste man umschreiben in so einen Kernel und dann die WorkDivision machen. Vorschleife weg und dadurch ersetzt man ja, startet man ja im Kernel. Der Kernel ist die Parallelisierung, also es ist eigentlich die virtuelle aufgeteilte Vorschleife. Das heißt, ich kann eigentlich in so einem Kernel nicht eine Funktion aufrufen, die dann wieder irgendeine Schleife macht, die dann auch wieder parallelisiert wird. Ist nicht angedacht, also in speziellen Sonderfällen geht das bestimmt. Aber also wenn du zum Beispiel sagst, du willst auf OpenMP so einen Kernel ausführen, dann kannst du natürlich, weil das auf der CPU läuft, dort auch normales Red spawnen. Und die dann. Aber wenn du dann nach CUDA gehst, dann kannst du wieder keines Red spawnen. Zumindest weil, nee, kannst du nicht. Und dann würde das wieder nicht gehen. Also. Das gute OpenMP-Modell ist ja auch ziemlich flach. Man hat halt die Threads zum Parallelisieren und dann war es das. Aber man kann ja dann, wenn man mehrere Ebenen hat, kann man die auch auf eine parallele Ebene abbilden. Wäre doch mal eine schöne Diplomarbeit oder Bachelorarbeit, Alpaca unter OpenFOB. Ja, man kann ja im
Beginn natürlich immer einzelne Kernel, also einzelne Funktionen erstmal oder einzelne Solver noch proben. Ja, genau. Also man muss jetzt nicht alles ruckartig umstellen, sondern man kann erstmal einen Teil in Alpaca umstellen, dann es laufen lassen. Wer bei uns noch Evangelist für Alpaca ist. Wie bitte? Wer bei uns noch sozusagen der Evangelist für Alpaca ist, der sozusagen dann noch Alpaca promotet oder pusht. Also richtig viel wird der ZDH jetzt aber auch nicht auf die Software entwickelt, was ich auch hier jetzt nicht, oder? Naja, es gibt schon noch andere Projekte, das ist Scopy. Ja, nee, es gibt auch darüber hinaus noch andere Anwendungsprojekte. Aber ich meine, Markov ist der dann. Genau, Guido hat ja viel gemacht, aber der ist ja nur eben bei euch, bei der Samo. Ja. Der hat ja nur diese ganze Sache am ZDH gemacht, aber jetzt ist er weg und jetzt weiß ich nicht, wer da jetzt noch. Ja, am ZDH ist es ja quasi Guido-Ersatz, ist ja der Matthias, also Werner. Matthias Werner, also der macht aber, doch, der macht auch ein bisschen Entwicklung. Der ist hier von diesem CUDA Center of Excellence da drin. Der leidet jetzt quasi. Ich weiß nicht, ob der Andreas Knüpfer noch ein bisschen, der will ja mit seinem Dash und Alpaca. Ja. Aber noch eine andere Frage. Dieses C++-Modell mit den Trades, könnte man das in Zukunft vielleicht umgehen mit den Concepts oder da ist ja gar nicht drin gekümmert? Also man würde das wahrscheinlich so lassen. Aber man könnte besser definieren, wie denn, was denn dieser Typ erfüllen muss unten bei dieser freien Funktion. Weil wenn ich ein Typ diese Type Requirements nicht erfüllt, dann kriegt man eben diese ewig lange Fehlermeldung, wo dann irgendwann mal steht, das geht nicht. Und um das einfach zu umgehen, wäre es cool, wenn man halt die richtigen Konzepte hätte. Ob das jetzt, ich glaube, das ist schon so gewählt, damit wir halt wirklich diese partielle Spezialisierung machen können von den Typen, genauso gewählt. Also wenn man so einen Quellcode guckt, das ist ja schon ziemlich umfangreich. Ja, man könnte, ja stimmt, man könnte die Trades, wenn man die Trades weglässt, und einfach die Konzepte, wirklich über diese freien Funktionen nur das Konzept definiert. Ja, man muss ja trotzdem noch irgendwie vorspezialisieren. Konzepte sind doch nur zur Absicherung, dass wirklich quasi die Schnittstelle wirklich da ist. Ja, das wäre dann nur noch eine Policy, die du reingibst. Aber ich glaube, das muss man noch warten, weil ich glaube, 10 plus 19 kriegen wir ja keine Konzepte, oder? Genau. Warten wir mal. Also, ich bin mir gerade unsicher, ob man das setzen könnte. Aber müsste ziemlich viel umschreiben, weil das doch viel Code ist. Das stimmt. Aber das ist mal dein Open Source. Da kann jeder kann das umschreiben. Ja. Jeder mit genügend Zeit. Weil man schreibt einen Translator, der das dann umschreibt. Genau. Okay.